Willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider 5, die Chronik. Und ich werde euch jetzt den Probeweg zeigen. Normalerweise müsste ich, wenn ich hier springe, da drauf landen. Yep. Und dann hier drauf. Und dann gleich hier drauf festhalten. Hochziehen. Und dann so weit laufen und dann hier springen. Okay, ja. Das müsste man schaffen. Wir lassen uns einfach runter hier. Uns kann nichts passieren. Und jetzt ziehen wir an der Kette. So, das Witzige bei der Kette ist dann immer, wenn ich ziehe, dass mir das so nicht so gut klappt wie beim Probe. Aber wir haben ja genug Zeit und wir können das öfter genug machen. Also kein Problem. Wir müssen halt bloß immer dann wieder eine Sequenz anschauen, die ein bisschen ärgerlich ist, aber das kann man auch nicht ändern. So, ziehen wir. Wir müssen, ich glaube, dreimal ziehen. Jetzt seht ihr da, ich zeige es nochmal mit der Maus hier, so ein komisches Ding nach oben fahren. Und das müssen wir uns holen. Achso, ich bin schon längst fertig. Ich ziehe immer noch wie eine doofe Nuss. So, Lara. Ja, wenn ihr weiterhin zieht, dann verliert ihr keine Zeit. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, du hast zu viel Zeit verloren und du kriegst es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es weg. Ich war zu langsam. Ja, das meinte ich, dann müssen wir diese Ewigkeiten für den Filmsequenz da anschauen, wie es verschwindet. Oh, ich habe zu wenig Gesundheit. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wir werden uns heilen, so. Das meinte ich. Und jetzt können wir es gleich noch einmal machen. Und diesmal muss ich wirklich aufpassen, dass ich nur dreimal ziehe und ich sechsmal mal ziehe. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ziehen wir noch ein einziges Mal. Lara! Und tap. Festhalten. Schnell nimm. Yes, 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 yes. So. Das war jetzt so knapp schon, finde ich. Und wir können jetzt dieses Teilstück, das wir gefunden haben, es ist das. Es ist auch ein Edelstück, ja, quack, quack, quack. Und das können wir jetzt kombinieren mit dem anderen, was wir auch zuvor gefunden haben. Jetzt haben wir einen Edelstein. So, hier können wir jetzt hier reingehen. Wo uns eine weitere Sequenz erwartet. Das war klar, dass das zufliegt. Hier erwartet uns jetzt eine neue Filmsequenz. Ja, Lara, wie rutschst du heute runter? Lara. Eine etwas prekäre Situation, no? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, Lara. Natürlich, natürlich. Aber dies ist eine bemerkenswert tiefe Grube. Und in dieser geschichtsträchtigen Gegend bedeutet das bestimmt, dass da unten antike Gegenstände rumliegen. Ich kann dich nicht überreden, mal kurz runterzuspringen und nachzusehen. Sehen Sie, das ist genau mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlag. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stein, den Sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Zieh mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis zum Ende. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort drauf. So, jetzt zieht er uns hoch. Diese Animation finde ich ein bisschen doof, weil er immer noch die Waffen in der Hand hat, was ich auch doof finde, aber egal. Stein. Jetzt geht's ab. Also wirklich, Miss Croft, Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Sie hat gesagt, dass sie dich nicht anfasst. Lara, Sie haben mir versprochen. So,
Jetzt macht sie. Buh. Und weg ist er. Und jetzt, pass auf. Würden Sie es vielleicht über das Erz bringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine hier abzurutschen. Das würde ich ja lieben gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Vereinbarung? Werde ich nicht einsehen. Jetzt hast du dein eigenes Grab geschaufelt. Ich muss weg. Aber ich... Er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Lass dich nicht aufhalten von mir. Lass dich nicht aufhalten. Der ist so ein Todlacher. Okay. Hier finden wir. Hier können wir jetzt weitergehen. Was natürlich jeder machen würde. Verdammt, ich bin den langen Weg umgegangen. Egal. Hier finden wir nämlich und das nächste Geheimnis unseren nächsten. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Das war so klar. Ha, ha, ha. Ja. Jetzt wissen wir, wie es unten ausschaut. Alles schwarz. Warum bin ich nicht neben Pierres Leiche gelandet? Mein Gott. So. Hier werden wir nämlich unsere nächste Rose finden. Nicht schon wieder. So, zieh dich hoch. Einige vergessen das ganz gerne. Sobald man in den anderen Raum reingeht, gibt es auch kein Zurück mehr, diese Rose zu holen. Ich wollte gerade fragen, wo laufe ich schon wieder hin? Ja, dieser Ort kommt euch jetzt bestimmt wieder bekannt vor. Ich muss jetzt nochmal diesen ganzen Weg da entlang hüpfen. Stimmt, ist doch so, oder? Ach, diese zweite Rose macht mir immer ein bisschen... Macht mich immer ein bisschen blemblem. Dumm-di-dumm. Ach, Mensch. So, hoch hier. Ich glaub's nicht. Was ist denn heute los? Mein Gott. Medipack. Ich hab ja genug, die werde ich sowieso alle verlieren. Also können wir ruhig mit den Medipacks reinhauen. Ja, jetzt wo ich weiß, dass keine Zeit mehr abläuft, springe ich total daneben. Ja, ja. Typisch. So. Aber so wisst ihr auch, was gleich passiert, wenn man die Kante nicht erreicht hätte. Dann verliert man ein bisschen Gesundheit und man stirbt zum Glück nicht. Moment, wir müssen darüber. Hier ist der Boden immer noch nicht hergestellt, das heißt, wir müssen rüberspringen. Und hapsasa. So. Hier finden wir unsere goldene Rose. Es muss die zweite sein. Schauen wir nach. Yep. Und jetzt denken viele, man kann hier wieder runtergehen und dann passiert uns nichts. Aber ich würde das lassen, denn es wäre sehr gefährlich. Ich würde einfach wieder zurückspringen und dann unten wieder durchgehen, weil da sind wir ja auch hier durchgekommen, oder? Meine ich jetzt. So. Och, Eieruhr. Ja, meine Zeit ist mal wieder vorbei. Deswegen sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, Leute.